Der Kampf um Tom Schwarz wurde jetzt nicht übertragen. Ja, also es wurde also praktisch einen Tag vor dem Kampf. Ist es schlecht für Boxen, für Promoter, dass das halt so nicht laufen kann? Natürlich ist das schlecht für Boxen. Ja, ich kann sagen, dass das schlecht für Boxen. Normalerweise war ein guter Kampf. Beide wollen gewinnen. Das ist sicher. Weil oft ist es halt, ein will gewinnen, der andere weiß, gehe so. Aber das ist nicht richtig. Normalerweise, die beiden muss wollen, muss willen, zum Gewinn gehen. Und darum, wenn ein will nicht, andere will, das ist ein bisschen umgekehrt. Hier, die beiden wollen gewonnen, beide. Und darum war ein guter Kampf. Ich habe beide Charakter gezeigt. Das ist sehr gut, weil er muss weiter noch boxen in bestimmtem Niveau. Weil dieses Niveau, welche schon sei, das Interpoint oder so, das ist Niveau, ja, das ist nicht schlimm. Aber er muss normalerweise sich akzeptieren für Europameisterschaft oder für die anderen. Und wenn jetzt nicht übertragen, dann gibt es keine Chance, weiter übertragen. Regina Halmich hat geschrieben, ja, hat eine Frau geschrieben, so, ja, das stimmt, was sie hat geschrieben. Aber er muss nicht ganz leben am Straße sein. Das geht 2-3 Jahre schon vorbei, er muss wieder andere geworden. Wir hoffen. Hat er verstehen, was hat er nicht richtig gemacht, das war ein Fehler von ihm. Und jetzt, er macht das nicht weiter, er weiß, was passiert weiter. Und darum finde ich so, er macht nicht weiter. Und jetzt er denkt. Vor seinem Schlag, er denkt, was muss er machen, was kann er machen und so.